Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Cognition. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir im letzten Part ein weiteres Teil des Lependus gefunden an einer etwas ekelhaften, ungewöhnlichen Stelle. Und zugleich sind wir über ein Tonband gestolpert, welches eine Aussage von Robert Goodman enthielt, beziehungsweise einen Teil davon, betreffend des Falls Sarah Goodman, die junge blonde Dame, die wir auf dem Foto gesehen haben, welches wir vom Tatort mitgenommen haben, beziehungsweise entwendet haben. Ja, und wir befinden uns jetzt hier in dieser Straße, in der sich Robert Goodman befinden soll. Und wir versuchen jetzt diesen guten Herrn mal, ja, etwas näher kennenzulernen, im Sinne von ihn zu diesem Fall zu befragen. Und genau da werden wir jetzt auch ansetzen. Von daher genug gelabert. Weiter geht's mit Cognition, mit Erika und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir gucken mal. Ja, wir befinden uns in der Schefter Avenue, wenn ich das richtig lese. Und wir haben hier... Oh, ein Obdachloser. Aber ansonsten eigentlich gar nichts. Hier ist auch der Ausgang. Geht's hier vielleicht weiter die Straße runter? Oh, nö, das klingt nicht gut. Ah ja, okay, nee, zurück, zurück. Komisch, ja, dann müssen wir sowieso mit dem Obdachlosen sprechen. Hätte ich sowieso noch gemacht, aber kam mir jetzt etwas merkwürdig vor, da ich hier scheinbar nirgends reingehen kann. Gut, dann sprechen wir mal mit dem Obdachlosen. I should ask that man about Robert. Okay, dann machen wir das. Hello. I'm looking for Robert Goodman. Do you know where I can find him? Who's looking for him? Ja, ich. Hier. Ach so, Kollege, kann es sein, dass du meinen Ausweis sehen möchtest? I'm Special Agent Erica Reed, FBI. Can you point me to Robert Goodman? That would be me, Agent. Oh. What do you want? Was machst du auf der Straße, Kollege? Hm, das scheint ihn etwas mehr mitgenommen zu haben, als ich dachte. You were married to Sarah Goodman, is that correct? What about Sarah? I'm conducting an investigation on her death, and I'd like to ask you a few questions. I was wondering if you can come with me to the station. I'm sorry, but that's a part of my past I'd rather not relive. Hm, ja, kann ich nachvollziehen, aber es muss sein. Lieber Robert. It would really help if you came to the office with me. No can do. I am fine where I am right now. Okay, er will nicht. Er will partout nicht. Oh, okay, wir könnten ihn dazu zwingen oder einen anderen Weg finden. Ja, wie gesagt, ich bin ein sehr höflicher Mensch. How could I convince him? Deshalb versuchen wir einen anderen Weg zu finden und im Grunde müsste das auch ein sehr einfacher sein. Wir haben ja das Foto seiner Frau hier. Mal gucken, ob ihn das überzeugt. Is this Sarah? Oh, Sarah. Yes, this is her. I don't remember when we took this picture. Mr. Goodman. I know this is difficult for you. I've read your file. I know what happened. There's new information on this case. I believe we may be dealing with a killer. There are others out there whose lives could depend on your help. Will you please come with me? I'll come with you, Agent Reed. But I'm not sure I can be of any help. Ha, sehr schön. Ja, tut mir leid wegen der Maus hier kurz, wegen dem Cursor. Irgendwie zickt die gerade ein wenig rum. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Ja, sehr schön. Okay, Robert is in the interrogation room. I need to tell John. Aha, okay. Dann machen wir das mal. Ja, also ich finde, Erica kann auch wirklich nett sein. So. John Boy.
McCoy? Red? I've brought Robert Goodman with me. He's the husband of that other victim I told you about. Good. Do you want a good cop, bad cop him? No. Let me handle this one. All right, let's go. I'll watch from outside. I heard you have Robert Goodman here. Yeah. You know, Erica, let the kid handle it with you. This was his case, after all. Plus, Sully can do some good grilling. So you're determined to keep your lazy ass attached to your desk for the whole day? Nah, I think you should go, McCoy. This is your case now. So who do you want, Erica? Ja, das ist eine gute Frage. Auch wenn das jetzt Johns Fall ist und wenn mir John im Grunde um einiges sympathischer ist. Zum einen möchte ich ihm diese sportliche Anstrengung nicht zumuten. Zum anderen, logisch gedacht, er hat schon recht. Ja? Also Sully hatte ja diesen Fall über damals und ich denke, dass er auch wirklich darüber mehr wissen könnte, sollte, als John. Deshalb werde ich, wohl oder übel, Sully mitnehmen. Come with me, Sully. Oh. Da klingt jemand etwas genervt. Aber gut. Privatsachen lassen wir mal außen vor hier. Ne? Jetzt wo. I want to do this on my own. I'll be right here. Jetzt wo, Turteltäubchen. Kann ich trotzdem noch mit dir sprechen, wenn es denn sein muss? Sully? Erica? Sehr kühl. Okay. Thank you, Jared. Anything you need, Erica. Ach stimmt, der heißt ja eigentlich Jared. Tür. Tisch. Robert. I have to get as much information from him as possible. He's my only lead right now. Wohl wahr. Ach, den Tisch kann ich auch ansehen. They changed this table recently. Ja, das trägt sehr zum Fall bei. Wichtig. Tür. Okay. Dann werde ich mich wo mal setzen hier. All right, Mr. Goodman. I'm only here because of what you showed me. I know. And I wouldn't have brought you here if this wasn't important. Oh, I'm not talking. I'm not comfortable. How can I make you feel better? I'm a little hungry. Aha, okay. Also unser lieber Robert hat Hunger. Naja, ne, hier obdachlos und so. Aber da hätten wir doch was, Kollege. Und zwar hier Donuts. I don't have a reason to do that now. What? Ja, wenn, wann nicht jetzt? Muss ich die erst öffnen oder so? Oh man, those look good. Ja, sag ich doch. Und schmecken doch sicher auch toll. Hallo? I don't have a reason to do that now. Okay. Das verwirrt mich gerade etwas. Aber mal ein anderer Versuch hier. Oh. Oh, 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 oh. Moment. Okay, also Projektion kann ich nicht machen, weil wir ja nur zwei Gegenstände haben. Es sei denn... nee, ich kann ja keinen dritten Gegenstand auswählen. Ja gut, das wird so nichts bringen, ne? No, that's not right. I need to figure out all the details before focusing my energies. All right, just like Rose taught me. Focus on three things and three things only. Ja. Ich dachte es mir schon. Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn ich John mitgenommen hätte. Da dürfte ja so ein Ding jetzt gar nicht sein. Hätte sein dürfen, was weiß ich. Aber wir haben ja hier noch Kognition. Nothing. I need to get him to remember. Okay, das kommt jetzt etwas ungelegen. Ich will ihm ja was aus diesem komischen Snackautomaten bringen, aber ich habe keine Kohle. Oh, Moment. Kann ich mit dir echt nicht sprechen? If you want someone to help you, Agent, it helps to be kind. Ja, okay.
merke ich mir. Robert, please stay here. I have to get something done. Don't take long. Einen habe ich noch. Einen kleinen Trumpf im Ärmel. Bin gespannt, ob ihr es euch schon denken könnt. Wahrscheinlich schon. Die hier aufmerksam dabei waren oder sind seit Beginn. Na gut, vielleicht kann ich auch Sully um Hilfe fragen. Sully? Erica? Ah ja. The guy isn't cooperating. Any ideas? He was always cooperative with us. But if he got hungry, he would get cranky. I was always fetching him something. Nice. Now I'm dealing with a 3-year-old. Don't complain. Food is easy. Mhm. Thank you, Jared. Anything you need, Erica. Oh. Ja. Tatsächlich. Sully, I need to head out to do something. Wait, what? What about Robert? I'll be back before anyone notices. Trust me on this one. Ja, du kannst doch aufpassen, Komiker. Und zwar gehen wir jetzt mal ins Büro zurück. Denn da stand noch eine Kleinigkeit. Falls ihr euch erinnert. Ich weiß es nicht. Auf unserem Schreibtisch. Ich sollte erst hinlaufen und dann anklicken, das würde wahrscheinlich schneller gehen. Tut mir leid. Seht ihr das? Hier. Das Eiersandwich. Jetzt müssten wir das doch eigentlich nehmen können, oder? Well, maybe it'll help. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wait. Schublade? Telefon? Tastatur, Computer? Habe ich die Schublade schon mal geöffnet? Ich glaube, Moment mal kurz. Ja, ich weiß, ich soll gleich wieder zurück und so. Ja, mache ich auch gleich, aber ich glaube... Ach, nee. Münzen! Natürlich! Die habe ich auch haufenweise in meinen Schubladen. Not. Aber... Damit sollten wir jetzt doch eigentlich diesen Automaten bedienen können. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz verstehe, warum. Da wir etwas zu essen haben. Aber wir werden das sicher irgendwann mal brauchen. Wenn ich es denn überhaupt verwenden kann. Münzen. Gut. Hier. Und? Aha. Ah, great. Seriously? Oh Gott, ja, wer kennt's nicht? Kann ich dagegen treten? Oh ja, das Symbol sieht stark danach aus. Ich glaube, das ist eine geballte Faust, ne? Works every time. Sehr schön. Fein. Ja, gut, dann würde ich sagen, schnurstracks zurück. Jetzt hat er ja sogar die Auswahl. Zwischen einem leckeren Eiersandwich und einer Packung Chips. Sehr schön. Ach komm. Ja, kennt man doch, ne? Also aus so mancher Serie zum Beispiel. Bei irgendeinem Verhör. Wollen Sie eine rauchen? Wollen Sie Kaffee? Ja, das kommt wahrscheinlich noch als nächstes. Mich würde es nicht wundern. So, ich gebe ihm mal hier. Wo ist mein. Ach, hier ist das Sandwich. I'm not that hungry. Something lighter, maybe. Irgendwie will niemand dieses Eiersandwich. Ja, okay. Ist nicht jedermanns Sache. Etwas leichteres. Ja, dann wohl doch die Chips hier. Ja, was wäre es gewesen, wenn ich die Schublade nicht gefunden hätte und hier, von wegen keine Münzen, keine Chips? Super. Etwas unlogisch, meiner Meinung nach, aber okay. Ich will mich nicht beschweren.
Yeah, good. Oh. You know the other agent? That guy? He was a hell of a lot nicer than you. Always made me feel welcome. Nett? Was geht mit dir jetzt hier, Robert? Ich hab dir Chips gebracht und so und ja, jetzt würde ich doch gerne mit dir sprechen. You know the other agent? That guy? Ja, willst du jetzt mit ihm sprechen, oder wie? Robert, please stay here. Ja. Don't take long. Also wenn Dialoge doppelt kommen, ne, und ich merk's gerade, dann klicke ich die auch weg, weil habt ihr ja schon gehört. Also so eine kleine Diva bist du ja schon, Robert. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich meine, klar, als Obdachloser, ja, du hast Hunger, das glaube ich dir schon, aber Sully, willst du dein Glück mal versuchen? Sully? Erica? I need some help here. Just wait here. Mhm. Hey, Mr. Goodman, how are you? Agent Sullivan, how are you doing? Not bad, not bad. Listen, I'm gonna cut to the chase here. We need your help. I tried to give it to you before, and you never listened. And I'm sorry, Mr. Goodman, I really am. But right now, I need you to talk to Erica. She can do what the rest of us couldn't. Trust me when I say that. Just give her a chance, will you? I'll talk to her, Agent Sullivan. Thank you, Mr. Goodman. I wish I could have done more back then. Ja, danke schön, Sully. He's all yours. That was... Thank you. Ja. Da kann man ja auch mal nett sein, ne, liebe Erica? Ja, dann werden wir unser Glück jetzt nochmal versuchen. Wahrscheinlich will er jetzt wirklich noch einen Kaffee oder irgendwas anderes trinken. So will you help me now, Mr. Goodman? Call me Robert. Thank you. Sehr schön. Ja, endlich, ja. Sehr gut. Your wife, Sarah. Beautiful woman. Very kind. She didn't deserve what happened to her. You don't believe she committed suicide? I didn't believe it was possible at the time. There's new information, and... I've spent a long time trying to convince you people she hadn't killed herself. Mm-hmm. But that was such a long time ago. Sir, I'm a firm believer that it's never too late for justice. We may have made a terrible mistake. Yeah, tell that to Agent Davies and Agent McAdams. Are they listening? Agent... Those still are very painful memories to me. I'll help you. But I don't see the point in all of this anymore. Sarah is gone, and that's something that will never change. Hm. Ja, also hier sehen wir wirklich einen gebrochenen Mann, aber ich kann es auch nachvollziehen, ganz ehrlich. Ja, mal fragen, ob Sarah vielleicht Feinde hatte. Did you or your wife have any enemies? Anyone who might have wanted to kill her? You already have all that information in your case files. Do you have any new information or not? Haben wir? Moment mal. Ich würde sagen, ich versuch's nochmal mit der Wahrnehmung. Nothing. I need to get him to remember. Wir müssen ihm wohl irgendetwas geben oder zeigen. Wie wäre es hier mit dem... Hier, ne? Nochmal ein bisschen traumatisieren und so. Those two don't work together. Vielleicht kann er mit dem Tattoo irgendwas an... Ja, was soll er mit dem... Komm. This is not going to work with this. Dachte mir schon. Okay, jetzt mal auf der Suche nach etwas Sinnvollem. Hier vielleicht diese Papierfetzen, vielleicht kann er ja irgendwas mit dieser Nachricht. Wobei auch das würde mich wundern. This is not going to work with this.
Feuerzeug, Sandwich, Dietrich. Das Diktiergerät vielleicht. Wenn er die Nachricht noch mal hört, vielleicht kann er uns, vielleicht weiß er noch, was er ausgesagt hat damals. I don't have a reason to do that now. Da habe ich einmal eine halbwegs gute Idee. Vielen Dank, Erica. Vielen Dank. Vielleicht kennt er den Schlüssel. Auch eher unwahrscheinlich, aber. Hey. Those two don't work together. Okay. Jetzt wird es wohl doch mal Zeit, auch wirklich zu überlegen. Wir haben das Foto seiner Frau am Tatort gefunden. Aber warum? Moment, vielleicht kann er mit dem Foto etwas anfangen vom Opfer. Also die Leiche, die wir am Tatort gefunden haben. Ach, da ist es doch schon. Vielleicht kennt er die Person ja sogar. Würde mich zwar auch wundern, aber... Oh. Do you know this man? Well, that's horrible. Why are you showing this to me? Trust me. I wouldn't show you if I didn't need to. We found him dead last night. Wait. That's... I do know that man. Do you know his name? Yes, of course. He... I don't remember. Anything that you can help with. Where do you know him from? Anything? I'm sorry, Agent. I don't remember. Ach, Robert. Bemühe dich. Robert, please, try to remember. I'm sorry, Agent. I don't remember. Okay, ich versuche jetzt nochmal hier Kognition. Weil so einen Bruchteil seiner Erinnerung haben wir ja hervorgeholt, sonst hätte er den Mann auf dem Foto gar nicht mehr erkannt. I should be able to get into his memories, but first I need to find a way so that he'll let me touch him. What are you doing? Don't touch me. I'm sorry. I need to get him to stay put. Tja, Leute, und nun? Was mache ich denn jetzt? Ich habe ja auch nichts mehr, was ich ihm zeigen könnte, oder? Wir haben ihm gezeigt, das Diktiergerät, Lependu, Schlüssel, Tattoo, wollte er nicht sehen. Warum sollte ich ihm die Donutschachtel zeigen? Ja, hier willst du vielleicht noch einen Donut, damit du dich ein bisschen besser fühlst noch. I don't have a reason to do that now. Alright. Willst du vielleicht jetzt die Papierfetzen sehen? This is not going to work with this. Ja. Gut, dann werde ich jetzt nochmal mit Sally sprechen. Vielleicht hat er einen... Robert, please stay here. Ja, das hatten wir schon. Don't take long. Vielleicht hat er noch einen Ansatz. Wenn nicht, liebe Leute, dann werde ich hier mal einen Cut machen und bitte euch höflichst um Hilfe, Mithilfe. Rätselt mit, löst diesen Fall mit mir. Was könnte ich machen? Ich darf ihn nicht berühren. Er will nicht berührt werden. Wir haben aber auch eigentlich nichts mehr, was wir ihm zeigen können im Inventar. Irgendwas habe ich übersehen. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Ja, Sully. Sully? Erica? Erinnerungen. Ja, ja, ja. He's having trouble remembering stuff. The guy went a little nuts. It's no wonder he can't remember. I'll see what I can do. Vielen Dank, Sully. Ich meine, gut, you, du hast mir sehr geholfen vorhin, muss ich gestehen. Vielen Dank dafür. Aber jetzt kann ich hier nochmal... Ich kann ja auch keinen Gegenstand auswählen hier. Ich kann nicht ins Inventar, während ich die Projektion hervorrufen möchte. Es nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich denke, ich halte mich an meinen Plan und sage jetzt wirklich mal Ciao. Beziehungsweise mache eben einen Cut. Ich denke, ich werde mir zwar selbst auch noch mal die älteren Parts ansehen. Werde ich fast müssen, da ich eben nicht in eine Lösung gucken möchte.
Was könnte ich übersehen haben? Ich sollte vielleicht den Fall von Sarah nochmal durchgehen. Also am Computer den ganzen Fall lesen. Vielleicht habe ich da irgendeine Information übersehen, die wichtig wäre. Ja, das ist eigentlich mein ganz, 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 ganz kleiner Anhaltspunkt fürs nächste Mal. Viel mehr habe ich nicht. Aber wie gesagt, ich vertraue auf euch, ich zähle auf euch. Vielleicht hat jemand einen guten, tollen Ansatz, Hinweis, wie auch immer, ohne selbst in die Lösung zu gucken. Ne, das mag ich nicht. Ich meine, könnt ihr gerne, aber ich würde euch bitten, einfach selbst auch ein bisschen mitzurätseln. Ich finde das einfach schöner auch, muss ich ehrlich sagen, hier auch die Community so ein bisschen, also euch mit einzubinden. Ja, und von daher sage ich jetzt einfach mal, das war's für heute. Leider nicht wirklich weit gekommen oder viel Fortschritt, aber auch solche Parts muss es manchmal geben. Und ich hoffe, ich sehe bzw. höre euch. Ich höre euch gar nicht, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, ich kann euch das nächste Mal wieder begrüßen, wenn es heißt Let's Play Cognition. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.